Hallo und schön, dass ihr heute wieder dabei seid bei Let's Play World of Tanks. Und heute mit dem M46 Patton. Ja, ein Panzer, den man auch nicht so häufig sieht, sondern gefühlt ist es ja immer irgendwie eher russisch-deutsch. Dementsprechend ist es schön, heute mal einen Amerikaner der Stufe 9 begrüßen zu dürfen. Glück hat er mit dem Matchmaking gehabt. Er ist Top-Tier, 9er, 8er und sogar 7er Battle. Ansonsten, was ist zu sagen? Karte Fjorde, Lukino 87 ist der Spieler und er spielt alleine, hat hier keinen Zugpartner. Deswegen schauen wir mal, wie er sich so anstellt. Er fährt erstmal in Richtung Norden. Die meisten Mediums fahren ja Mitte oder Norden, also da ist erstmal nichts Ungewöhnliches. Und hier in der Mitte der erste SP. Oh, schöner Hit aus der Fahrt und die Arti besorgt dem SP1C ordentlich. Da ist er direkt raus. Ja, ob das so der Wunsch von ihm war, das wage ich zu bezweifeln. Da jetzt der VK auch noch. Und hier oben jetzt der Indian. Da kriegt er gleich nochmal einen Schuss drauf. Ja, perfekt. Der zieht sich da nicht zurück. Sammelt hier die Schüsse, jagt Panther. Da jetzt auch, der Indian kommt wieder vor, kriegt nochmal eine Kelle. So, jetzt denkt sich der Jagdpanther, hat da kurz eine Chance gesehen, aber bekommt einfach auch nochmal einen Schaden. Jetzt sammelt er hier oben den Schaden in bester Manier. Der Gegner war hier einfach dann doch zu zögerlich und da prallt er erstmalig ab. Und hier auch nochmal, jetzt kann er den ersten landen. Der Jagdpanther lädt da schneller nach. Einen wird er wahrscheinlich jetzt fangen. Und er kettet ihn nur und er kann ihn hier ausschalten. Und jetzt fährt er wieder in die Mitte. Wahrscheinlich da von da Richtung Süden. Will nicht den Weg über die Base suchen, sondern will der den Damage sammeln. Na, was ist da mit dem Tiger? Kommt da nicht drauf? Nee, zu weit weg. Kann man Blind reinsetzen, aber ob der getroffen hat, das kann leider keiner riechen. Aber hier der Waffenträger, da kommt er drauf, da gibt er dem direkt den Schaden. Auch gekettet oben auf den weichen Aufbau, aber der ist weg. Aber hier nochmal der nächste weiche deutsche DD, der Rheinmetall. Eigentlich ein schönes HE-Ziel, könnte er laden, er lädt eh nicht so lange nach. So, und auch der hat da einen Treffer gelandet. Und hinter ihm, nee, vor, Entschuldigung, ich war jetzt gerade kurz verwirrt, vor ihm, da die Arti, der Conqueror und auch noch die ISO offen. Also da ist noch einiges. Da kommt er auf die ISO drauf, trifft auch hier. Also er trifft einfach sehr, sehr, sehr gut. 6 zu 8 steht es für den Gegner derzeit. Und das da hinten ist wirklich nicht so clever, was die Jungs da machen. Brauchen viel zu lange, müssen runterpushen, lassen sich da aber abhalten. Also entweder zurück oder vor, aber die warten ja hier. Das sind drei Panzer, die gerade aus dem Spiel raus sind. Und er muss jetzt zu seiner Basis zurück und muss da verteidigen.
Ja, die sind sogar auch noch im Zug dahinter. Die könnten sich wirklich gut absprechen, koordinieren. Aber, naja, muss halt er jetzt wuppen. Jetzt muss er auch noch alleine verteidigen. So, der Cap ist am Start. Aber der VK, der ist gleich mal raus. IS-2 ist recht low, das ist ein One-Shot. So, und der Tiger hat hier auch nur noch die Hälfte seiner Hitpoints. Oh, sehr schön, der schießt HE. Das ist nice. Und hier, ja, nochmal der HE-Schaden. Der Funke ist weg, aber ich sag's mal ganz salopp, scheiß auf den Funker. Und jetzt prallt er hier ab. Muss aufpassen, weil der Conqueror von hinten kommt. Aber jetzt, da wir ihn hier front, genau, da nimmt er ihn raus. Conqueror kommt jetzt von vorne. Der gibt ihm hier die Schelle. Braucht eigentlich Support von der Arti, aber die Arti hat da selber genug zu tun mit dem SP1C. Jetzt versteckt er sich dahinter der Wrack, aber bringt ihm leider nichts. So, und jetzt zieht er sich da so ein bisschen zurück. Gut, in der Zeit hat er nämlich nachgeladen, kann also hier wieder wirken. Jetzt hat er ihn gekettet und nochmal. Und man sieht, der Conqueror lädt einfach sehr schnell nach. Die Zeit muss man umgehen. Und jetzt kann er ihn an der Kommandantenkuppel rausnehmen. Sehr gut. Jetzt noch der 1C, der kommt da an und auch den nimmt er raus. Ideal, jetzt lebt lediglich die Arti und das sollten die Jungs da vorne eigentlich schon locker machen. Vielleicht kreppen sie auch durch, keine Ahnung, was die da vorhaben. Am Ende ist es aber auch egal, Hauptsache der Sieg ist da. Mehr steht nicht zur Debatte und man muss sagen, das ist wirklich gut gelaufen, hat das schön gemacht, super verteidigt. Und ohne ihm wäre die Runde für sein Team ganz klar verloren gegangen. So, die Gegner-Arti scheint auch nicht mehr zu countern. Die lässt hier den Timer durchlaufen, ohne gespottet zu werden. Und er schreibt, maybe Ace Tanker. Und definitiv nicht nur Baby, sondern definitely war es ein Ace Tanker. Ja, das war's. Schön, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Euer Alcaramba.